Hey ihr Lieben, willkommen bei meinen Grusel-Nachtgeschichten. Ja, ich habe mein neues Projekt schon öfter mal erwähnt und jetzt möchte ich es dann doch endlich in die Tat umsetzen. Ich fühle mich endlich dazu bereit, habe ein bisschen was geschafft und möchte mich nun meinen gruseligen Gute-Nacht-Geschichten widmen. Ja, ich denke, alle kennen das Prinzip von X-Faktor damals noch ganz gut. Es wurden Geschichten vorgestellt, wo dann ein bisschen Grusel drin vorkam, ein bisschen Horror drin vorkam, ein bisschen Mystery. Und im Nachhinein musste man dann entscheiden, ob diese Geschichte der Wahrheit entsprechen oder erfunden sind. Und genau darum geht es in meinem neuen Projekt auch. Ich werde euch jeden zweiten Samstag, morgen, samstags um Mitternacht, eine Geschichte hochladen. Heute soll es losgehen mit der ersten. Und ihr dürft dann entscheiden, ob diese Gruselnachtgeschichte der Wahrheit entspringt oder einfach von mir erfunden wurde. Wie ich auf die Idee gekommen bin, möchte ich euch auch noch ganz kurz erklären, denn es gibt da noch etwas, was ich euch denn ganz dringend auch empfehlen möchte. Ich werde die Links dazu in die Beschreibung packen. Denn es gibt einen Podcast, durch den ich überhaupt erst die Lust dazu bekommen habe, das zu machen. Die zwei Jungs wissen nicht, dass es mich gibt. Ansonsten hört einfach mal rein in Geschichten aus dem Altbau. Das sind zwei Herren, die unglaublich schöne Stimmen haben, muss ich dazu sagen. Also zum Vorlesen echt super geeignet. Die auch nach X-Faktor handeln und jeder liest eine Geschichte vor. Und die Zuhörer müssen dann entscheiden, ob die Geschichte wahr ist oder erfunden. Die beiden sind unglaublich gut. Falls ihr denen irgendwie auf Instagram oder so schreibt, richtet schöne Grüße aus. Wie gesagt, sie kennen mich nicht, aber ich möchte in diesem Punkt einfach mal Werbung machen, weil die sind es einfach echt wert. Das ist ein unglaublich guter Podcast. Höre ich unfassbar gerne. Wie gesagt, Geschichten aus dem Altbau. Einfach mal reinhören. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen auf Grusel und Spannung steht, wird sich sofort drin verlieben. Ich war sofort hin und weg. Ich finde, die beiden haben einfach, auch bei den Geschichten, die sie selbst schreiben, einen unglaublich guten Schreibstil, sind einfach auch unglaublich gut im Erzählen. Von daher sehr empfehlenswert. Hört einfach mal rein. Und nach diesem Prinzip, nach dieser Vorlage, möchte ich jetzt auch ein bisschen arbeiten. Ja, es ist ein bisschen abgekupfert, das gebe ich durchaus zu. Aber wie gesagt, das Prinzip gibt es schon seit X-Faktor. Und ich glaube, da gibt es auch hin und wieder noch genug andere Adaptionen von. Ich werde euch eine Gruselgeschichte erzählen. Ich hoffe, dass sie gruselig werden. Muss mich in dem Genre noch ein wenig reinfinden, daher seid ein wenig gnädig mit mir. Habe aber, wie gesagt, vor, eine Gruselgeschichte vorzulesen. Und ihr dürft dann entscheiden, ob sie der Wahrheit entspringt. Also ob das tatsächlich irgendwann irgendwo mal passiert ist. Oder ob ich mir das einfach nur ausgedacht habe. Ich werde es definitiv nicht jede Woche schaffen. Zumindest habe ich mir das noch nicht als Auflage genommen, sondern alle zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte, denn auch wenn ich wahre Geschichten erzähle, muss ich das ja erstmal recherchieren, um es dann irgendwie aufschreiben zu können. Und das nimmt tatsächlich ein bisschen Zeit in Anspruch, daher wird es nur alle zwei Wochen eine neue Geschichte geben. Aber ich habe schon mega viel Bock drauf. Dazu sei auch noch gesagt, dass ich, kurze Nebeninformation, einen neuen Instagram-Kanal habe. Link ist verlinkt. Ich gebe euch aber auch nochmal, also ich packe das, der Link ist vorne auf meiner Seite zu finden auf YouTube, aber ich werde auch nochmal in die Beschreibung jetzt den neuen Link zu meinem neuen Instagram-Kanal reinlegen. Dort werde ich dann auch Abstimmungen starten, ob ihr glaubt, dass das wahr ist oder ob es nicht wahr ist. Ich habe schon mega viel Bock drauf. Ich habe auch mega viel Bock drauf, wenn ihr mir vielleicht von Gruselgeschichten schreibt, die ihr so kennt oder von Fällen, die ihr kennt, die man vielleicht mal umsetzen könnte in eine Story. Da bin ich auch jederzeit für offen und das darf dann alles gerne in die Kommentare unter die Geschichten. Auf jeden Fall habe ich richtig viel Bock drauf, freue mich mega drauf, dass ich das jetzt machen kann und wünsche euch jetzt, heute Nacht, viel Spaß mit meiner ersten Gruselnachtgeschichte, die heute Nacht um Mitternacht kommen wird. Ich hoffe, wir werden allesamt viel Spaß haben und wie gesagt,
Grüß die Jungs unbekannterweise von mir.